gegen die Wand. Ich schmeiß die Patzi gegen die Wand, ich schmeiß Patzis Ei gegen die Wand. Das ist was anderes. Und dann kommt er raus und greift den Kopf voll gegen die Wand. Nein, das Ei ist gegen die Wand gekracht. Deswegen ist das Ei ja kaputt gegangen. Wo ist der Unterschied? Der hat einen Schaden. Was ist das? Das ist wieder so ein Dokument. Ich glaube nicht, was ist Oh Gott, Patzi hat ein Dokument gefunden. Das ist nicht lesbar. Das ist urgut lesbar. Pizza, 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 Pizza. Ich hab doch nicht mehr gesehen. Wenn du deinen Batzi entsorgen willst. Was heißt entsorgen? Ich habe ihn als Teleskop verwendet, um zu schauen, ob da in der Entfernung weit irgendwo was ist. Und genau so kommen wir jetzt nämlich darauf. Ne? 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 Da oben ist nichts mehr. Und da rein. Ich bin immer irgendwo im Pfeffer. Und so? Das ist jetzt golden. Oh mein Gott. Ich finde, das muss das jetzt. Schnelle Megatron-Fliege. Megatron-Fliege ist nicht intelligent. Er ist auch nicht hackbar. Megatron-Fliege wird dich killen. Nicht, wenn er nicht Intelligenz kriegt. Der muss mehr bei Level auch mal Intelligenz ein bisschen. Du bist jetzt, glaube ich, im Temper. Irgendwo muss ja ein Tempel kommen, wo der ultimative oberböse Boss in dem Fall Arthedas sitzt. Arthedas bist nicht böse. Ja, obwohl du Arthedas bist irgendwie und Arthedas irgendwie nicht böse und der tut dann unten auf uns. Was zur Hölle mache ich hier oben? Oh, Shortcut. Ich teste mal den unteren Weg. Kannst du nicht von da runter schießen? Das war das Falsche. Nein, keine Waffe reicht. Man darf nicht auf Wände schießen. Ich kann auch nicht. Nach unten kann ich nicht durch, aber auch zur Seite schon. Die ablaufenden Schokoriegel sind zu stark. Die was bitte? Das sind ablaufende Schokoriegel. Die sehen aus wie ablaufende Schokoriegel. Das sind ablaufende Schokoriegel. Hast du schon mal ablaufende Schokoriegel gesehen? Toll! Der will mich gleich Kickbox machen, sobald ich durchgehe. Bin dich ran. Ja, dann mach doch mit Kickbox. Wieso? Er trifft nicht runter. Bin dich da ran. Bist du sicher? Ja, ich treffe ihn aber dann auch nicht. Bist du wahnsinnig? Der hat mich fast getötet. Hey, ich könnte in die Suppe. Was ist? Ich könnte nicht. Wirklich. Wirklich. Wir finden Dinge durch Dummheit. Ist dir das eigentlich aufgefallen? Dummheit rettet den Tag. Ich weiß nicht, ob wir intelligent oder blöd sind. Vor allem haben wir jetzt 4 Seiten Text, die wir nicht lesen können. Scheiße, ich habe gehofft, dass ich da einfach durch kann. Du kannst das Batzi durchlaufen mit Safe Spot. Wie kann ich da als Batzi durchlaufen, bitte? Mit viel Fantasie. Das braucht schon sehr viel Fantasie. Sicherheit, intime Sicherheit. Was? Diese Art Barriere habe ich schon einmal gesehen. Ja, klar, du musst hier. Sie benötigt einen speziellen Schlüssel, um daran vorbeizukommen. Ein materielles Objekt der Sundrana. Du weißt, dass die jetzt dein Leben rettet. Okay. Werden wir eigentlich noch dafür entschuldigen, dass ihr mich vorhin getötet habt? Okay, diese Aussage feiere ich ein bisschen. Ja. Nein, weil Elsanova ist ein Bitch. Das war die Entschuldigung. Ihn zu töten war die Entschuldigung. Ich glaube, dass sie mir da diese Info gegeben hat. Ich schau mal besser nach dem verdammten Schlüssel. Danke. Der ist jetzt arsch. Sie hat sie dein Leben gerettet. Shit, ich bin nicht mehr durchgekommen. Vor allem so mittendrin, einfach nur kurz vorm Sterben. Das war so gemein. Aber jetzt haben wir den Weg gesehen. Jetzt muss ich den unteren nicht nochmal gehen. Ich gehe jetzt auf den oberen Weg der Sicherheit. Hui! Und dann hast du die Spieß. Es ist niedlich. Es ist niedlich. So, auf ein neues, diesmal funktioniert's. Stirb, 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 verdammt, stirb. Ja. Oh, nein.
Kannst du den Bällchenschuss so rüber und dann so rüber? Au! Ah, knapp nicht genug Reichweite. Was ich noch probieren könnte? Den Ding Gummiball. Ja, den meine ich die ganze Zeit. Den. Das geht nicht gut, aber ich kann auch den hier probieren. Yeah, Kickbox machen. Ich könnte mal probieren, wie die Bombe gegen sie funktioniert. Upsi. Upsi. Ja, aber es ist unnötig. Ja, das stimmt. Naja, ich kann sie nicht anders hacken. Vielleicht kann ich sie mit Bombe hacken. Und mit Bombe kann man so ziemlich alles hacken. Kommt wie kommt ihr die eigentlich? Ah, sie hören mich. Ich bin wie ein Lüftungsschacht. Das macht voll den Hall da unten. Wie mache ich nochmal Bomben? Es ist unnötig. Wenn du aus dich keine Bombe kriegst, dann. Ah, so. Toll. Jetzt sehen sie irgendwie lecker aus. Sie wechseln Farbe. Führen sie mich was hier. Oh, warte mal. Die sich. Da, Bombe. So. Probieren wir den oberen Weg. Bitte nicht noch mehr Gegner. Ich schaffe hier keine Gegner. Ist unser Bohrer eigentlich länger geworden? Das klingt wieder so falsch. Ja, wir haben die Waffen ver. Verlängerung. Oder wie das was? Reichweitenverlängerung. Dadurch hat sich der Bohrer verlängert. Reichweiten-Upgrade. Ja, ich kriege kleine Kugeln. Scheiße. Oh Mann, ich hasse diese Gegner. Ich hasse diese Gegner, weil ich nicht mit ihnen umgehen kann. Das sagst du eigentlich zu jedem Gegner, der irgendwie stärker ist. Woran es wohl liegen könnte? Nicht Hashtag nicht Neo. Oh! Ich bin nicht. So. Ich will an Zetus drücken. Hilfe! Leben, leben, leben. Oh. Ich hasse sie. Leben. Ups, das war falsch. Ich wollte eigentlich nur mal so prophylaktisch. Okay. Ich teleporte mich überall durch, wo ich kann. Kannst du dich eigentlich doch mit Menschen teleportieren? Wir schauen aus, als ob wir nur ein Feld dick sind, also ja. Nein! Gibt es nicht irgendwie so ein Experiment, auf. Was mit Teleport zu tun hat und da ist alles miteinander verschmolzen? Das war noch nicht. Na, von der Logik her wird es hier noch an. Teleport ist einfach nicht möglich. Du kannst, weil das so ein Problem ist, du könntest Masse nicht, du kannst etwas, was Masse hat, nicht teleportieren, du kannst es nur an einem Ort zerlegen und am anderen Ort wieder aufbauen. Ja, Lazarus-Projekt, so was. Ja, ich glaube, so hat es nicht. Aber war dann nicht eben das Problem? Es zerlegt und es hat sich woanders wieder aufgebaut und war dann verschmolzen. Schick. Jetzt geh mal hin zu kommen. Au! Schick. Wenn du mich hier ablenkst mit Physik, du hast keine Ahnung von Physik, willst du das nächste erklären und gleichzeitig, dass ich nicht sterbe? Was kann ich dafür? Es ist interessant, ich bin schlecht in Physik. Ich bin ein Mann, ich kann nicht multitasken, geh weg. Ich. Sagt derjenige, der multitasket, indem er allein atmet und spürt. Du und schaust. Hier links ist das Heftmann. Du schaust, du drückst und du atmest und lebst gleichzeitig. Ist da oben noch was?
Naja, was mir letztens aufgefallen ist, was ich dir schon gesagt habe, wenn wir sterben, haben wir diese roten Kugeln, die das gleiche sind, wie was die Gegner droppen, wenn sie HP droppen. Diese vielen kleinen roten Kügelchen einfach. Die wir eigentlich sind, unsere Erinnerung. Unsere Erinnerungen sind das, ja. Wir nehmen die Erinnerung vom Feind. Das heißt, wir nehmen die Erinnerung vom Feind auf und wenn wir den Boss töten, verwandelt er sich auch mehr oder weniger in viele Erinnerungen. So gesehen nehmen wir die Erinnerungen von dem Boss auf, der irgendwie auch wir selber sind, weil jeder Boss ist ja ein Mutant von uns eigentlich. Das ist aber die Frage, warum das uns lebt. Vielleicht ist Erinnerung gleich Leben. Bist du noch stark? Nein, ich bin tapfer. Oh, die gehen kaputt. Von den Rauchen länger. Minecraft, das ist nicht die gute Waffe. Oh Gott. Der schießt doch durch. Der steckt fest. Ist ein eingecheatet. Nur weil ich mich darum durchgebohrt habe, ist das kein Cheat. Diese Blöcke behalte ich mir noch kurz. Mit einem Zoom-Block ist was Wichtiges. Ja. Bevor ich weitergehe, mache ich sie weg. Aber bis alle Gegner hier tot sind, behalte ich sie mir. Das nennt man Block ausnutzen. Oh Gott, die... Oh mein Gott, Minecraft. Wir kommen bei Minecraft, die neue Version. Auch. Die ist noch etwas verpixelter, etwas zweidimensionaler. Detailreicher. Wo ist das detailreicher? So. Der Mantel bewegt sich. Oh ja. Die Haare bewegen sich. Oh Gott. Das ist jetzt wirklich verzweifelt nach dem Kreis. Du bist kein Block. Das sind keine Details, ich bin einfach ein anderes Lebewesen. Du hast einfach was gegen. Ich habe was gefunden. Wir können es nicht lesen. Was wollen? Ja, nur die Gelben können wir lesen. Und die Lila und Weiß nicht, oder? Oder Lila lesen? Ich weiß es nicht. Irgendwas können wir lesen. Das ist einfach halt das Logo verwendet, das Gelbe. Das heilige Klopapier von Mathetos? Ja. Ja, die haben es auch mal. Willkommen bei Let's ich Play. Das dauert hier überhaupt nicht lang. Das wird eine ganze Folge lang einfach nur die Folge Minecraft. Minecraft-Simulator. Das ist der Minecraft-Simulator. Zum Beispiel hier. Hier machen wir jetzt mit Fazzi weiter. Ist Minecraft so gesehen nicht ein Aufbausimulator? Ja, das ist ein Abbausimulator. Mein Gott, kleiner Unterschied. Obwohl, du baust doch ab, aber baust doch gleichzeitig auf. Ups, was ist der absolut verhassteste Block in Minecraft? Lava. Und deswegen ist es natürlich ein Block. Ja, Block ist. Ja, es ist viereckig. Lava ist auch ein viereckiger Block. Ja, aber wenn du irgendwo an den zwei Inseln bewegst, ist es weg. Nein, es zerfließt zwar, aber der Hauptblock bleibt ja. Das ist dann ein Lava-Block. Sand. Was ist dagegen Sand? Sand finde ich cool. Du kannst nicht wie in einem Block einfach in der Luft schweben lassen. Das blöd, wenn du mit Wasser arbeitest und du viel von Sandblock, weil es leicht weggeht, wegdings und dann strömt dich das Wasser durch die Tür. Ja, das kann ich weiß dann ein bisschen doof. Warum reden wir hier schon wieder über andere Spieler, wenn wir hochkommen, warte mal, in welche Richtung will ich jetzt? Stimmt, das ist nicht viel. Also machst du auch gerade nichts Großartiges. Siehst du nicht, wie spannend das hier ist? Kommst du nicht wieder raus? Doch.
Ich muss wahrscheinlich dann nach links. Glaubst du, finde ich einen besseren Bohrer? Ich habe rausgefunden. Haben wir gesagt, das wird hier kein 100% bohren? Ja. Und dann haben wir sie revidiert und dann beendet. Kann ja nicht sein, muss was sein, das ist der einzige Weg. Du meinst, dass das Spiel dich jetzt schon öfter verarscht hat? Ja. Wir suchen nach dem Geheimgang. Das kann noch ein bisschen dauern. Ganz auf wie lange brauchen wir jetzt schon? Ihr? Du hilfst mir mental dabei. Oh Gott. Ich grad so die verkokelte Pizza vom Blech. Boah, ich hab was jetzt los. Ja, gell? Okay, diese Stelle haben wir. Ja, wenn die Kruste unten verbrannt ist. Ja. Eine kleine verbrannte Kruste. Ich hasse das. Ich muss mir wirklich Pizza erwähnen und Schoko, wie es normal hier ein bisschen zu groß wie ich weiß nicht was. Mit Fett. Ich bin fett, hab mir gerade Fett genommen. Oh Gott, das tut mir nicht mehr. Das war ich nicht gedauert. Was tut dir hier also so was? Ich bin nicht mehr. Beides. Was mache ich hier? Was mache ich mit meinem Leben? Was kriegst du hier ständig für Nachrichten? Was kriegst du anderen für Nachrichten? Ich weiß es nicht. Das nervt. Wieso baue ich hier ewig Stock ab und finde nichts? Kommt doch nichts mehr, das kann doch nicht sein. Das kann keine Sackgasse sein. Das nächste Level wird nur sowas bestehen. Bitte nicht. Einer von uns wird sterben. Das wird dann ein Let's Philosophia. Warum ist Pizza? Was ich hab was, ich hab was, ich hab was, ich hab was. Ich hab was! Ich hab was! Ein Zutrannschlüssel! Ich hab den Schlüssel! Geschossen, du hast echt den Schlüssel! Ich hab den Schlüssel gefunden! Na, sag mir, es gibt mehr davon und es hätte sie woanders gegeben. Du kommst nicht mal weiter, wenn es den Schlüssel nicht gibt. Ja, den hat man gebraucht. Den musste man hier finden. Ich hab ihn gefunden. Und der war natürlich beim letzten Weg, den wir abgebrochen haben. So gesehen kann man sagen, wir haben hier keine Zeit verschwendet.